Papa, oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Kershaw, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss und dass ich dringend George brauche. Du weißt doch noch gar nicht, was George, der alte Autist, so alles drauf hat. Vielleicht ist er ja ein Autist mit Inselfähigkeiten. Später am Nachmittag. Ah, wir sind jetzt George, okay? George, der aus dem Dschungel kam. Dann mal gucken, was die Dame uns zu sagen hat. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? No, glaub. Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Noch nicht. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Okay. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen, aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt. Wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Okay. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Ah ja. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt. Aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Ja, der ist wahrscheinlich aber schon tot. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Das war doch eine ganz andere Stimme. Ah, ist okay. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass ihr einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Zu diesen Antennenmenschen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Nein. Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft.
Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Ja. Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Ja, ist es auch. Was denn los? Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Ja, denn nicht? Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Auch nicht, denn wir Stofffetzen. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Ah ja. Und dann statten wir Nico mal einen Besuch ab und gucken mal, was da so geht. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Die Tür war offen, wir waren okay. Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Selbst alles klar, George. Nicole. Ich hasse es, Nicoles Nico zu nennen. Das ist falsch. Weil Nico ist ein Männername. Eh bien. Wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte ja, natürlich. Mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie. Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Genau. Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in 3 verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Richtig. So, dann erzähl doch mal was über dich. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Oh, sehr herzzerreißend. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Franzosen sagen doch nicht College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Ja, Kunststudenten, ne? Leben am Limit. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Villotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Oder für beides. So, jetzt prollen wir damit erstmal. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Geiler Typ. Faszinierend, George. Ja, was denn? Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Na klar. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden.
Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht derb, George. Darin steht L'Arisée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Alles klar. Dann haben wir ja jetzt eine Mission. Können Sie aber noch den Rest zeigen. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke. Wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ja, wo soll ich es denn hinwerfen? Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Hä? Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Uff, jetzt wird's aber langsam. Oh, warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Oh, hat ja auch sein können, ne? Ja, gut, das war's dann. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Das ist richtig. So, dann haben wir jetzt ja eine Mission. Wir gehen jetzt zu diesem Kostümladen. Nur keine Ahnung, wo der ist. Poste de Police. Was auch immer. Polizei macht jetzt keinen Sinn. Da sind wir. Da ist das Café. Hier müsste denn der Kostümladen sein, ne? Ah ja. So, was haben wir hier? Mit ihm schnängen oder hier mal gucken. Really? Können wir das auch wieder ausmachen? Bitte? Nein, es fängt von vorne an. Okay, dann sprechen wir jetzt mal mit ihm. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte. Kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Moin. Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. What? Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ja, und Saarländer sind wir auch ein paar nicht. Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wie war es denn im Saarland aufzuwachsen? Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Alles klar. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, dann machen wir hier den Standard, ne? Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Ja, damit kann man in die Kanalisation klettern. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Aha, kommen wir der Sache näher. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht, nachdem sie getragen wurde. Danke. Okay. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Der Saarländer kann uns da das erste Mal helfen, oder? Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Ja, genau. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. An wen? Ach so. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe.
Ah, ja. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat zwei Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Monsieur Khan. Okay. Dann sind wir hier durch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Kriegt er einen Schlag? Ja, kriegt er. Der alte was haben Witz. Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Nein. Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Danke. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Ja, besser ist das, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier zu dem Café und rufen Nico an und erzählen Nico auf die Schnelle, was da alles passiert ist. Oder den Schneider. Wir haben jetzt ja einen Namen. Ja, na klar, na klar. Hallo, wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Na klar. Was gibt's? Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch. Das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Sehr gut. Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. Ja, dann brauchen wir auch gar nicht zu Nico gehen. Dann gehen wir wohl jetzt direkt zu diesem Hotel, ne? Ach, guck mal, wenn du hier was erledigt hast, dann wird das Ganze auch grau und nicht mehr bereisbar. Nice. Gut zu wissen. Entschuldigung? Ja? Ich sehe dich dann später. Nicht, wenn du mich zuerst siehst. Ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ich bin ja sonst nicht so, aber habe ich ein schlechtes, ungutes Gefühl. Spreche die beiden nochmal an. Pass mal auf, ich speichere hier mal ab. Spiel speichern, Let's Play bestätigen. Ich gehe nochmal raus, ich schnack die Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. Okay. Verpiss dich, Blödmann. Oh yeah. Und was, wenn nicht? Was ist, wenn ich die Bullen rufe? Als erstes breche ich dir deine Arme am Ellenbogen und an den Handgelenken. Dann, wenn du wieder zu dir kommst, breche ich dir sämtliche Finger. Dein Plan hat nur einen Fehler, du Affe. Was? Wie? Es ist hellichter Tag. Ich denke, nicht mal du wärst so dämlich, mich auf einer belebten Straße umzubringen. Natürlich, dieser ruhige Platz am Ende einer Sackgasse. Diese einsame Ecke von Paris hat seit der Erfindung des elektrischen Lichts keinen Straßenkehrerbesen mehr gesehen. Das wäre ein perfekter Platz für einen Überfall. Entschuldigung, ich werde mich gleich fürchterlich verlaufen. Okay. Hey, Kleiner. Dein Trick hat mich nicht beeindruckt, Kleiner. Ich weiß zwar nicht, was du suchst, aber du suchst es beim falschen Mann. Vielleicht verbreitest du das mal auf der Straße. George Stobbart ist an dem Fall dran. Das ist Stobbart. Zwei Bs und zwei Ts. Ich finde, das klang ganz schön beeindruckend. Aber das Wiesel scheint meinen Enthusiasmus nicht zu teilen. Trotzdem, er wird es sich jetzt zweimal überlegen, bevor er mich kaltblütig auf offener Straße erschießen würde. Mir gefällt dein Ton nicht.
Oh yeah? Und was willst du dagegen unternehmen? Wenn du nicht abhaust, werde ich dich kaltblütig auf offener Straße erschießen. Genau hier, ohne es mir zweimal zu überlegen.